Kinder, willkommen bei den Montessori Lernwelten. Ich hoffe, es geht euch gut im Homeschooling. Vielleicht hat sich bei euch das Thema aufgetan, wie kann ich eigentlich dividieren oder wie kann ich eigentlich multiplizieren. Dazu gibt es ein ganz gutes Montessori-Material, das Multiplikationsbrett und das Divisionsbrett. Falls ihr das nicht zu Hause habt, zeige ich euch in ein paar ganz einfachen Schritten, wie ihr euch das selber machen könnt und damit multiplizieren und dividieren im Raum von 0 bis 100. Ihr braucht dazu zum Beispiel Nudeln. Ihr könnt aber auch zum Beispiel Rosinen nehmen oder was ihr sonst zu Hause habt, irgendwelche kleinen Dinge. Perlen gehen natürlich auch. Dann braucht ihr einen großen Karton oder eine Zeitung, ein Lineal, am besten eins, das 30 cm lang ist. Wenn ihr eins zu Hause habt, ein Geodreieck, einen Filzer, einen Bleistift, einen Radierer. Es geht nicht darum, dass ihr ein perfektes Brett baut, sondern es geht darum, dass ihr euch selber ein Material herstellen könnt und dass ihr damit arbeiten könnt. Wie gesagt, muss nicht perfekt sein. Wir fangen an, indem wir uns das Brett bauen. Das ist 30 x 30 cm groß, aber wichtig ist, dass ihr einen Rand lasst, und zwar oben und an der Seite einen Rand. Ich zeige euch das mal so, also hier muss ein Rand sein, hier muss ein Rand sein und hier messt ihr jetzt 30 x 30 cm ab. Und jetzt gibt es einen einfachen Trick, wie ihr da den rechten Winkel erzeugen könnt, nämlich indem ihr das Geodreieck hier in die Ecke legt und das Lineal an das Geodreieck anlegt. Machen wir das mal genau. So, dann kann ich hier meinen Strich machen. Ich springe jetzt ein bisschen weiter. Inzwischen habe ich die Außenlinien unterteilt in jeweils 3 cm. 3, 6, 9, 12 und so weiter. Das habe ich wieder abgemessen mit dem Lineal. Und jetzt verbinde ich die ganzen Punkte an den gegenüberliegenden Seiten miteinander zu einem Gitternetz. Ich hoffe, das hat gut geklappt mit eurem Gitternetz. Das habt ihr jetzt vor euch liegen. Schaut ungefähr so aus wie meines. Es muss nicht perfekt sein, einfach nur eine Orientierung für den Zahlenraum von 1 bis 100. Jetzt wollen wir anfangen mit einer einfachen Multiplikation. Sagen wir mal 2 mal 3. Erstmal 2 Nudeln. Und leg sie hier oben an den Rand. 2 mal 3. Lege ich die 3 hierher. Und wenn ich nicht weiß, was 2 mal 3 ergibt, dann kann ich einfach hier mein Gitternetz, Entschuldigung, ich fange hier an, so, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also ich nehme die beiden Multiplikatoren
an den Rand, 2 und 3. Und im Gitternetz fülle ich alles auf, was die Multiplikatoren mir vorgeben. Also hier 1, 2 und hier 1, 2, 3. Und insgesamt ergibt das 6. Und damit ist die Aufgabe richtig gelöst. Mit eurem Rechenbrett könnt ihr aber nicht nur multiplizieren, sondern tatsächlich auch dividieren. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Nehmen wir eine einfache Division, zum Beispiel 8 geteilt durch 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe 8 Nudeln oder Perlen, je nachdem. Und ich habe gesagt, die Aufgabe heißt 8 geteilt durch 2. Also brauche ich einen Teiler. Den lege ich hier oben hin. 1, 2. Und jetzt verteile ich die Menge 8 auf die Teiler 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und mein Ergebnis kann ich an dieser Seite ablesen. Ein Kästchen, zwei Kästchen, drei Kästchen, vier Kästchen. 8 geteilt durch 2 ergibt 4. Ich glaube, mit diesem Rechenbrett wird sehr deutlich, was eigentlich passiert bei der Division oder auch bei der Multiplikation. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss!